Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ein ganz spontanes Update, wieder sehr, sehr kurz. Und zwar, ihr seht es schon selber, ich bin in der normalen Apex Playliste drin. Und was sehen wir da? Wir können erstmalig, seitdem es beide Maps gibt, den World's Edge und den King's Canyon getrennt voneinander anwählen, ohne dass ein Event irgendwie stattfindet. Das letzte Event ging am Dienstag zu Ende, da konnten wir den King's Canyon spielen mit einer speziellen Playliste. Jetzt haben wir ganz normal den King's Canyon als Playliste drin, Stand Season 2, ganz wichtig, wer da Fragen hat. Heute zum 20. März um 19 Uhr, glaube ich, kam überraschend ohne Ankündigung der King's Canyon in die Playliste, geht jetzt 2 Tage, 21 Stunden, sprich Montag 19 Uhr fliegt der King's Canyon wieder raus und genau 24 Stunden später, am 24. März, kommt dann Split 2 endlich. Da kommt der King's Canyon schon wieder zurück, voraussichtlich nur im Ranked. Genauere Informationen gibt es leider noch nicht, aber ihr könnt euch sicher sein, sobald Split 2 raus ist und dann irgendwelche Patch-Notes kommen, bekommt ihr die auf jeden Fall auf meinem Kanal. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich werde am Sonntag endlich wieder streamen. Die ganze Woche hatte ich leider keine Zeit. Und da der King's Canyon zurückgekommen ist, könnte es sein, dass ich Sonntag statt Warzone doch nochmal Apex auf der Königsschlucht zocke. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt ein affengeiles Wochenende mit dem King's Canyon. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Macht's gut. Ciao.